Yo moin Leute, und heute zeige ich euch eine Afterpatch-Variante des Giftcast to Friends Glitch. Jawohl! Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht einfach eine Spielerhalle inklusive fertigen Casino-Raubüberfall. Das bedeutet, ihr müsst den finalen Raub jederzeit starten können. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Optimalerweise hat euer Freund auch das Auto, was ihr gerne haben möchtet. Außerdem braucht ihr auch noch einen Bunker inklusive MOC. Im MOC im dritten Abteil braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und in diesem Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr auch noch eine Sanchez. Die Sanchez findet ihr auf der South San Andreas Seite für knappe 7000 GTA-Dollar. Und außerdem, Leute, braucht ihr auch noch einen anderen Zielmodus. Mein Tipp, nehmt freies Zielen. Den Zielmodus könnt ihr im Editor oder im Story-Modus ändern. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes zeige ich euch, wie euer Freund in den gewissen verbuggten Modus reinkommt. Wie man den auch nennt, in den Out-of-Radar-Modus. Denn euer Freund muss die Spielerhalle besitzen, inklusive fertigen Casino-Raubüberfall. Das bedeutet, als erstes seid ihr beide in irgendeiner Freundes- oder Einladungssitzung und euer Freund geht es in seine Spielerhalle einfach rein. Ganz wichtig, Leute, bevor ihr jetzt in diesen Modus reingeht, bestellt das Auto, was euer Freund später haben möchte. Denn wenn ihr einmal in dem Modus drinne seid, könnt ihr nicht mehr den Mechaniker rufen oder ein Auto bestellen. Deswegen, bevor ihr den Glitch macht, bestellt das Auto, was euer Freund haben möchte. Seid ihr jetzt in der Spielhalle angekommen, geht jetzt einfach zur dritten Tafel, wo ihr den Casino-Raub starten könntet. Falls ihr noch nicht registriert seid als CEO oder MC-Präsident, registriert euch jetzt natürlich als erstes als CEO oder als MC-Präsident. Seid ihr registriert, könntet ihr jetzt theoretisch die rechte Pfeiltaste drücken, um auf die Tafel zuzugreifen, wie ihr bei mir oben links seht. Seht ihr die Meldung, öffnet ihr jetzt euer Handy, geht auf Kontakte und ruft jetzt Simon an und fordert einen Job an. Habt ihr den Job bekommen, geht es auf Jobliste und geht auf den Job von Simon drauf, sodass ihr noch einmal X drücken müsstet, um den Job anzunehmen. Habt ihr das soweit gemacht, haltet ihr jetzt die Optionstaste gedrückt. Denn jetzt kommt ein kleiner Timing-Part, denn ihr lasst jetzt gleich die Optionstaste los und drückt danach direkt X. Das bedeutet, ihr öffnet das Optionsmenü und drückt gleichzeitig X auf dem Handy, um den Job anzunehmen. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, das machen wir jetzt, ich lasse die Optionstaste los und drücke jetzt X, müsste sich bei euch die Optionsmenü öffnen und ihr müsstet auf dem Headset hören, dass ihr auf dem Handy was geklickt habt. Als nächstes geht ihr jetzt auf Online, Jobs, Jobspielen von Rockstar erstellt, Mission und startet irgendeine Mission. Ihr könnt einfach einen Job für einen Titan starten, aber ihr könnt auch irgendeine Mission da drunter nehmen, ist generell völlig egal. Denn jetzt seht ihr auch, Leute, ob das Ganze mit dem Timing funktioniert hat. Denn ihr seht jetzt, dass der Job von Simeon ist, obwohl es eigentlich gar nicht stimmt, dass er von Simeon ist. Daran merkt ihr schon, dass ihr den ersten Part schon mal gut hingekriegt habt. Was macht ihr denn jetzt als nächstes? Als nächstes drückt jetzt Kreis. Dann habt ihr die Meldung, ob ihr sicher seid, dass ihr den Job verlassen möchtet. Ihr drückt jetzt X und sofort, wo ihr X gedrückt habt, spammt jetzt die rechte Pfeiltaste. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr kurz euer Tafelmenü sehen und werdet wieder in den Job reingeladen, den ihr eben auf dem Handy angenommen habt. Seid jetzt so gesehen im zweiten Job jetzt drinne, drückt jetzt einfach Kreis und bestätigt die Meldung, dass aus dem Job rausgeht. Man werdet sehen, Leute, dass jetzt auf einmal unsichtbar vor eurer Tafel steht. Und jetzt lauft ihr einfach zum Ausgang. Aber Leute, Achtung, ihr dürft nicht X drücken oder sonst irgendwas. Ihr lauft einfach normal, beziehungsweise ihr geht einfach normal zum Ausgang. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, Leute, dass ihr auf gar keinen Fall irgendetwas drückt. Deswegen benutzt einfach die Joysticks. Seid ihr jetzt am Ausgang angekommen, habt ihr jetzt oben das Menü, dass ihr rausgehen könntet. Aber Leute, ihr drückt jetzt mindestens einfach 10-mal die untere Pfeiltaste, dass ihr unten das Menü bekommt, was ich hier gerade habe. Also theoretisch erhaltet ihr das Menü nach dem 4. Mal drücken, aber Leute, macht zum 10. Mal 10-mal untere Pfeiltaste drücken, dass ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite seid. Habt ihr das gleiche Menü so wie ich, drückt jetzt einfach X. Habt ihr X gedrückt, werdet ihr merken, dass es irgendwie doppelt genommen hat. Sprich, dass ihr irgendwie die Mission startet auf der Tafel und dass ihr jetzt rausgegangen seid. Ihr werdet jetzt einen endlosen Blackscreen bekommen. Woran merkt ihr, dass ihr einen endlosen Blackscreen habt? Ihr merkt es einfach daran, dass unten rechts die Ladeschnecke ist, aber ohne, dass da steht Ladevorgang. Habt ihr einen endlosen Blackscreen, könnt ihr jetzt auch sofort Bescheid sagen, ey, starte einfach mal bitte irgendeinen Job. Ist euer Freund in den Jobmenü gegangen, tritt ihr ihn jetzt über das PSN-Menü einfach bei, so dass ihr die Meldung bekommt, ob ihr sicher seid, dass ihr ihm beitreten möchtet. Jetzt könnt ihr eurem Freund sagen, ey, gehen wir bitte aus dem Job raus. Euer Freund sagt Bescheid, sobald er aus dem Job rausgegangen ist, denn jetzt drückt ihr X. Habt ihr X gedrückt,
werdet ihr relativ schnell eine Meldung bekommen, dass die Sitzung nicht mehr existiert, dass ihr nicht da reingeladen werden könnt, dass ihr einfach wieder zurückkehren sollt. Diese Meldung bestätigt ihr einfach mit X und ihr werdet merken, Leute, dass ihr vor der Spielerhalle spawnt in den gewünschten Out-of-Radar-Modus. Jawohl! Und jetzt können wir zum Giftcast to Friends Teil gehen. Denn als nächstes fahrt ihr jetzt einfach zum Casino und trefft euch mit eurem Freund, der das Auto von euch haben möchte. Ein kleiner Fun-Fact nebenbei, Leute, wenn ihr in diesem Modus drin seid, seid ihr auch in den God-Mode-Glitch. Das bedeutet, euch kann niemand töten und ihr könnt damit theoretisch Spieler trollen, Leute ärgern, gegen Polizisten kämpfen, etc., etc. Aber Leute, eine kleine freundliche Warnung an euch, macht das nicht. Also ihr könnt natürlich Polizisten ärgern, da bin ich auch voll dafür, aber nicht andere Online-Spieler ärgern, denn wenn die euch melden und Rockstar sieht ja dann, dass ihr in den God-Mode glitscht seid, dann bestrafen sie euch relativ hart, denn Rockstar versteht da wirklich keinen Spaß, wenn ihr damit Spieler ärgert. Aber gut, seid ihr jetzt am Casino angekommen und könnt jetzt eurem Freund das Auto geben, switchen wir jetzt so gesehen einmal die Ansicht. So, ich bin jetzt in der Ansicht, in den Part, dass ich das Auto bekomme. Denn ihr müsst jetzt einfach euer MOC bestellen und auf dem Casino-Plugplatz hinstellen, so ungefähr wie ich es jetzt hingestellt habe. Ist euer Freund jetzt auch da, könnt jetzt einfach aus dem Anhänger eure Sanchez einfach rausholen. Habt ihr eure Sanchez rausgeholt, steigt euer Freund jetzt einfach mit aufs Motorrad. Denn als erstes fahrt ihr wieder zurück zu eurem MOC und drückt die rechte Pfeiltaste. Ihr werdet merken, dass ihr nicht reingezogen werdet und dass euer Scheinwerfer auf einmal angeht. Denn jetzt steigt euer Freund einfach kurz aus und steigt wieder auf. So, jetzt seid ihr wieder entfreezed und könnt jetzt Richtung Casino fahren und fahrt in die Garage rein. Und ganz wichtig, Leute, ihr wählt jetzt das Parkhaus aus. Nicht das Penthouse, sondern das Parkhaus. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Ihr werdet jetzt einen endlosen Ladescreen bekommen. By the way, Leute, sobald ihr das Parkhaus ausgewählt habt, werdet ihr vor eurem Freund unsichtbar sein. Das bedeutet, ihr seid einfach nicht mehr sichtbar für eine gewisse Zeit. Aber das ist auch gut so, Leute. Was macht ihr, wenn ihr einen endlosen Ladescreen habt? Ihr geht jetzt ins PSN-Menü und sucht euch jemanden raus, der einen anderen Zielmodus habt. Das bedeutet, ihr geht jetzt auf irgendeine Community oder Freundesliste und guckt, wer jetzt gerade GTA spielt. Habt ihr jemanden gefunden, der GTA spielt, müssen wir jetzt natürlich testen, ob ihr wirklich einen anderen Zielmodus habt. Das bedeutet, wir gehen jetzt einfach auf Beitreten, so dass sich jetzt in GTA die erste Meldung laden wird, ob wir sicher sind, dass wir ihn jetzt beitreten möchten. Aber wir drücken hier gar nichts, Leute. Denn wir drücken jetzt nochmal die doppelte PlayStation-Taste und gehen jetzt nochmal auf Beitreten. Habt ihr das gemacht, werdet ihr jetzt sehen, ob dieser Spieler, den ihr euch jetzt rausgesucht habt, wirklich einen anderen Zielmodus hat als ihr. Denn wenn er einen anderen Zielmodus hat, müsste sich jetzt die Meldung GTA geändert haben. Denn jetzt müsste da stehen, ob ihr euch sicher seid, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet. Kommt diese Meldung nicht, hat der besagte Spieler den gleichen Zielmodus wie ihr und ist unbrauchbar für diesen Glitch. Gut, in meinem Fall habe ich jetzt jemanden gefunden, der einen anderen Zielmodus hat. Ihr drückt jetzt hier einfach Kreis. Denn jetzt müssen wir warten, bis euer Freund sagt, ey, du bist sichtbar, wir können jetzt weitermachen mit dem Glitch. Hat euer Freund Bescheid gesagt, dass ihr jetzt sichtbar seid auf dem Motorrad, steigt jetzt euer Freund ab. Jetzt passieren ein paar Sachen gleichzeitig, Leute. Euer Freund muss direkt gegen das Motorrad treten. Einfach dreimal gegen das Motorrad treten, das ist ganz wichtig, Leute. Und sobald ihr einen schwarzen Blackscreen habt, müsst ihr dem besagten Spieler beitreten und die erste Meldung, ob ihr sicher seid, dass ihr ihm beitreten möchtet, müsst ihr mit X akzeptieren. Aber die zweite Meldung, Leute, dass ihr einen anderen Zielmodus habt, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet, bricht ihr mit Kreis ab. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr jetzt mitten im Nirgendwo stehen. Und werdet auch gleich sehen, dass ihr die ganze Zeit durch die Map fallt. Habt ihr das geschafft, so wie ich? Drückt jetzt einfach die Optionstaste, geht auf Online und geht dann auf Colonel's Data Pack. Seid ihr in Colonel's Data Pack kurz drinnen gewesen, geht ihr einfach wieder raus und ihr werdet merken, Leute, dass ihr kurze Zeit später auf der Oberfläche spawnt. Seid ihr auf der Oberfläche gespawnt, schaut ihr jetzt, ob bei eurem MOC der blaue Kreis sichtbar ist. Ist der blaue Kreis bei euch nicht sichtbar, dann stehen einfach irgendwelche random Autos zu nah am blauen Punkt und ihr müsst das kurz wegschießen. Aber in meinem Fall ist der blaue Kreis sichtbar und jetzt könnt ihr eurem Freund sagen, ey, lehn dich mal bitte gegen das MOC. Hat sich euer Freund gegen das MOC gelehnt, geht jetzt zum blauen Kreis und drückt jetzt auf alleine beitreten. Das ist ganz wichtig, Leute, dass ihr auf alleine beitreten geht. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsst ihr jetzt wieder einen endlosen Blackscreen bekommen. Das seht ihr natürlich wieder, dass ihr unten rechts eine weiße Ladestrecke hat, aber ohne, dass da steht Ladevorgang. Ihr habt einen endlosen Blackscreen, suchen uns jetzt jemanden wieder raus, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, ihr sucht jemanden wieder aus der Freundes- oder Community-Liste und tritt ihm bei. Ihr werdet jetzt die erste Meldung erhalten,
dass ihr euch sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten möchtet. Ihr drückt hier wieder gar nichts, Leute, denn wir gehen jetzt wieder auf die Beitrittsmeldung und treten jetzt nochmal bei. Und wenn der besagte Spieler einen anderen Zielmodus hat wie ihr, müssen sie sich jetzt hier die Meldung ändern, dass ihr euch sicher seid, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet. Kommt diese Meldung nicht, dann ist dieser besagte Spieler in dem gleichen Zielmodus wie ihr und ist unbrauchbar für diesen Glitch. Aber in meinem Fall habe ich jetzt jemanden gefunden, der einen anderen Zielmodus hat, denn jetzt drückt ihr einfach nur Kreis, Leute, und ihr werdet schon wieder merken, dass ihr unsichtbar vom MOC steht. Und jetzt, Leute, müsst ihr einfach ganz schnell zum Auto rennen, was ihr haben möchtet von eurem Freund, und steigt einfach ein und BOOM! Das Auto gehört euch. Wie geil ist das denn? Und das war's auch schon mit dem Glitch, Leute. Das Auto gehört jetzt euch. Man könnt damit machen, was ihr wollt. Wie geil ist das denn? Und Leute, wenn ihr diesen Glitch als Money Glitch ausnutzen möchtet, dann lasst euch ein Easy aus der Arena-Werkstatt geben oder ein LG Retro Custom. Aber Leute, ganz wichtig, das Auto, was ihr dann bekommt, muss natürlich ein iFood-Kennzeichen haben von eurem Freund. Und damit es für euch keine dreckige Kopie ist, müsst ihr bei euch selber das gleiche Nummernschild in der iFood-App erstellen. Das ist ganz wichtig, sonst habt ihr immer eine dreckige Kopie von diesem Glitch. Und als Money-Glitch ist es dann eher weniger optimal. Wenn euch dieser Glitch gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Like für sie da lassen könntet. Für die Leute, die mich doch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches verpassen wie dieses hier. Aber ich bin mal raus, Leute. Bleibt gesund. Euer Wombat. Ciao.